Hey, Japan im 18. Jahrhundert. Das Land verarmt aufgrund des Männermangels. Die rote Pest befällt junge Männer im ganzen Land und nur einer von fünf überlebt die gefürchtete Krankheit. Das Matriarchat wird eingeführt und eine Frau wird Shogun, mit einem Harem von Männern mit idealen körperlichen Eigenschaften, die ihr dienen. Auch Mitsuno, dessen Familie am Rande der Armut steht, wird dorthin geschickt, um zu dienen. Doch im Palast des Shogun muss Mitsuno mit etwas viel Unmoralischerem als Armut und Hunger fertig werden. 1715. In einem alten japanischen Dorf arbeiten Frauen aus der Unterschicht anstelle der Männer. Sie tragen Heuballen, bauen Häuser, arbeiten als Lastenträger in den Häfen und ziehen sogar Rikschas. Mitten in all dem Trubel macht sich ein zerbrechliches Mädchen aus einer adligen Familie in tadelloser traditioneller Kleidung eilig auf den Weg zu einer Kampfkunstschule. Dort ist ein spannender Bambusschwertkampf zwischen zwei Gegnern in vollem Gange. Yunoshin greift seinen Gegner rücksichtslos an und schlägt dem unterlegenen Mitamura-san spielerisch das Schwert aus der Hand. Ohne sich seiner Müdigkeit bewusst zu sein, fordert der kampfbesessene Schwertkämpfer den nächsten Gegner zum Kampf heraus, aber niemand sonst hat die Kraft, sich ihm entgegenzustellen. Und Onobu, der dem Meister das Mittagessen bringt, bewahrt die erschöpften Schüler vor weiteren Qualen. Der Junge isst genüsslich Reisbällchen und hört sich die fürsorglichen Kommentare seines Jugendfreundes an, dass er nicht so hart arbeiten sollte, sonst könnte er krank werden. Anstatt dankbar zu sein, bittet der arrogante Fechtmeister, in Ruhe gelassen zu werden. Beleidigt über diese Reaktion auf ihre aufrichtige Zuneigung, steht Onobu eilig auf und läuft davon, ohne sich umzudrehen, und lässt den unverschämten Mann allein. Yunoshin verbringt seine Nächte in den Slums mit armen Frauen, die ihre Ehemänner und Söhne an die Pest verloren haben. Er gibt ihnen die Möglichkeit, kostenlos schwanger zu werden, und weigert sich hartnäckig, die Münzen anzunehmen, die ihm jedes Mal zugesteckt werden. Als Yunoshin am frühen Morgen nach Hause kommt, isst er mit seiner Familie Reis. Die herrische Mutter teilt ihrem Sohn stolz mit, dass er einen guten Heiratsantrag von der Tochter eines wohlhabenden Adligen erhalten hat, der für die Angelegenheiten des Tempels und des Schreins zuständig ist. Die zukünftige Braut legt großen Wert auf das Aussehen ihres Ehepartners und ist bereit, ein Auge bei der Armut seiner Familie zuzudrücken. Der 19-jährige Yunoshin entgegnet seiner Mutter frech, dass ihn der Vorschlag nicht interessiert, und schlägt vor, dass sie stattdessen einen Bräutigam für seine Schwester findet. Die verärgerte Frau besteht darauf und, um den Konflikt zu schlichten, dankt Yunoshin ihr aufrichtig dafür, dass sie ihn nie für Geld als Zuchthengst verkauft hat, egal wie hart es war, im Gegensatz zu den Eltern anderer junger Männer. Und um sich bei seiner Familie zu revanchieren, verspricht Yunoshin: In Gedanken versunken, wie er sein Versprechen einlösen kann, lädt Yunoshin seine Jugendfreundin Onoba zu einem Spaziergang ein. Die Freunde unterhalten sich über die nächtlichen Abenteuer von Yunoshin. Das Mädchen bemerkt eifersüchtig, dass der Junge bei den einheimischen Frauen sehr beliebt ist. Der junge Liebesheld entschuldigt sich jedoch damit, dass er es umsonst macht und nur weil die Frauen sich selbst an ihn wenden, um schwanger zu werden. Onobu deutet zaghaft an, dass sie selbst gerne um eine Nacht mit ihm bitten würde. Beide wissen jedoch, dass das aufgrund ihres völlig unterschiedlichen sozialen Status nicht möglich ist. Und so weist Yunoshin das Mitgefühl des Mädchens zurück und lacht seine Freundin einfach aus. Verärgert und gedemütigt von seinen erbärmlichen Bemerkungen eilt Onobu davon und lässt den unhöflichen armen Kerl allein. Doch dieser Streit hilft Yunoshin dabei, herauszufinden, was er als nächstes tun sollte. Der Junge taucht zu Hause mit einer entscheidenden Ankündigung auf. Er will in Ooku, im Harem der Shogunin im Palast, dienen, wo er sein Leben lang bleiben wird. Der entschlossene Yunoshin erklärt, dass er ein gutes Gehalt erhalten und seinen armen Eltern finanziell helfen werde. Mutter und Vater akzeptieren demütig die unerwartete Entscheidung ihres Sprösslings. Onobu, die in ihn verliebt war, eilt zu ihm, um ihn ein letztes Mal zu sehen, aber ihr Schuh zerreißt auf dem Steinweg. Sie weint bitterlich vor Verzweiflung und liegt immer noch auf dem Boden, als ihr Geliebter plötzlich vor ihr auftaucht. Als Onobu sein verändertes Aussehen sieht, stellt sie mit Bedauern fest, dass er tatsächlich geht, um in Ooku zu dienen.
Unfähig, die unvermeidlichen Umstände zu akzeptieren, kriegt das Mädchen einen Wutanfall, woraufhin Yunoshin ihr schließlich zum ersten Mal seine wahren Gefühle zeigt und sie zärtlich zum Abschied küsst. In Ookus Palast wird Yunoshin vom Schlafzimmerdiener Matsushima begrüßt. Der freundliche Mann nimmt ihn in seinen Dienst auf und erklärt ihm ausführlich, wie die Dienerhierarchie funktioniert. Matsushima ermahnt den Neuankömmling auch, hart zu arbeiten, damit er eines Tages vor der Herrin erscheinen kann, deren Herrschaftsgebiet sie gerade betrachten. Der Schlafzimmerdiener zeigt Yunoshin die anderen Diener und ihre Berufe. Die Schneider, die alle Kleidungsstücke in Ooku nähen, die Diener, die für die Reinigung zuständig sind und diejenigen, die in der Küche arbeiten. Yunoshin ist überrascht, dass der Palast voller Männer ist, denn wenn man dort ist, könnte man fast vergessen, dass es im Land an ihnen mangelt. Ihre Reise durch den Palast endet in den Gemächern der Würdenträger, wo Yunoshin wohnen wird. Am Eingang verbeugt sich Matsushima respektvoll vor einem ehrwürdig aussehenden Mann in einem grauen Kimono. Er erzählt ihnen, dass es Fujinami-sama ist, der größte Mann in Ooku, der alles kontrolliert, was im Harem passiert, obwohl der offizielle Rang des Oberhauptes einem anderen Mann gehört. Nach der Tour gibt Matsushima Yunoshin eine letzte wichtige Anweisung. Und die Strafe für den Bruch dieser Regel ist grausam. Es ist der Tod. Matsushima warnt Mitsuno außerdem, dass er von nun an nur noch mit seinem Nachnamen angesprochen werden wird. Als nächstes macht sich der Neuankömmling auf den Weg, um die anderen Diener seines Ranges zu treffen. Eine Gruppe ungehobelter Männer fängt sofort an, den Neuankömmling wegen seiner Frisur und seines ungehobelten Dorfkimonos zu verhöhnen. Nur der ruhige Sugishita empfängt ihn gastfreundlich, gibt ihm Arbeitskleidung und hilft ihm bei seinen täglichen Pflichten. Staubwischen, Parfümieren der Anzüge der Herrin und das Wischen der Böden. Ermutigt durch solch einfache Tätigkeiten erzählt Mitsuno Sugishita, dass er in seinem normalen Leben viel härter gearbeitet hat, aber natürlich nicht, dass er seinen Körper verkauft hat. Nach getaner Arbeit gehen die Arbeiter zum Mittagessen, wo einer der Diener beschließt, Mitsuno hereinzulegen und ihn bittet, den Reis in das Zimmer von Herrn Matsushima zu bringen. Mitsuno erfüllt den falschen Auftrag und findet zwei Männer, die im Zimmer kuscheln. Als er erfährt, dass das Mittagessen schon längst in Matsushimas Gemach geliefert wurde, zieht er sich beschämt zurück. Auf dem Rückweg wird er von den Scherzkeksen in den Rücken getreten, woraufhin er stürzt und das gesamte Geschirr umwirft. Doch das Schlimmste kommt erst noch. Nachdem die Nachtpatrouille an ihrem Zimmer vorbeigekommen ist, wird der verschlafene junge Mann von drei anderen Dienern in seinem Bett festgehalten, die ihm deutlich zu verstehen geben, dass er jetzt seinen Nachtdienst verrichten soll. Mitsuno gelingt es jedoch, ihnen zu entkommen und seine Feinde ein für allemal zu verscheuchen. Am nächsten Morgen bespricht Sugishita den Vorfall der Nacht mit Mitsuno. Er erklärt dem Mann, dass das in Ooku so üblich ist und er selbst schon oft mit Männern geschlafen hat. Und wenn du dich mit dem Manager oder dem Schlafzimmerdiener anfreundest, kannst du auch befördert werden. Fassungslos über diese Nachricht erzählt Mitsuno seinem Kameraden, dass Frauen außerhalb des Palastes unter Männermangel leiden und nicht schwanger werden können. Während er das Gelände säubert, hört Mitsuno die vertrauten Geräusche des Fechtens mit dem Bambusschwert. Er schaut sich das Training an und erinnert sich enthusiastisch an seine jüngste Vergangenheit, indem er einen Straßenbesen schwingt. Dabei wird er vom großen Fujinami-sama erwischt, der seine gute Haltung mit einem wohlwollenden Lächeln lobt und ihn einlädt, zum Unterricht zu kommen und mit einigen seiner Schüler zu kämpfen. Sein Gegner ist Tsuruoka, den Mitsuno zuvor in Matsushimas Zimmer erwischt hatte. Die Anwesenden glauben, dass der Neuling keine Chance hat, aber seine frühere Begeisterung flammt schnell wieder auf und hilft Mitsuno, den gut aussehenden Gegner leicht zu besiegen. Trotz seines Sieges verbeugt sich der junge Mann demütig vor Tsuruoka und zeigt ihm seinen Respekt, indem er seine Schwertkunst bewundert und ihm einen Händedruck anbietet. Der selbstgefällige Tsuruoka weist Mitsunos freundliche Absichten zurück und sagt ihm, er solle nicht übermütig werden. Dann erklärt er den anwesenden Herren furchtlos, dass Schwertkampf in Ooku nicht so wichtig ist wie ein hübsches Gesicht und perfekte Manieren und dass er dem Neuling darin weit überlegen ist. Mit diesen Worten ruiniert Tsuruoka sein Leben in Ooku für immer. Matsushima wird ihn nicht mehr in seine Nähe lassen. Der bescheidene Mitsuno hingegen wird am nächsten Morgen sehr beliebt, denn die Gerüchte über seinen Sieg im Duell verbreiten sich schnell im ganzen Palast. Um die Gerüchte zu widerlegen und seine Würde wiederherzustellen, fordert der besiegte Tsuruoka Mitsuno erneut zu einem Duell heraus,
und warte darauf, dass er nachts im Trainingsraum auftaucht. Nur dieses Mal bietet der gut aussehende Mann an, mit einer Kampfwaffe zu kämpfen. Aber er wird wieder von Mizuno besiegt, der dieses Mal nicht einmal sein Schwert aus der Scheide zieht. Unfähig, die doppelte Schande zu ertragen, beschließt Tsuruoka, Harakiri zu begehen. Und als er das Leid seines Gegners sieht, erlöst ihn Mizuno großzügig von seinem Elend. Als die Zeit verging und der Winter über Japan hereinbrach, ereignete sich eine wahre Tragödie in Ooku, als der siebte Shogun Tokugawa Ietsugu an einer Krankheit starb. Die Nachfolgerin ist Lady Yoshimune aus der Provinz Ki, die sich sofort auf den Weg in ihr neues Gebiet macht. Mit ihrem ersten Befehl enthebt die berechnende Yoshimune Manabe Akifusa, die während der schweren Wirtschaftskrise des Landes ein sinnlos teures neues Outfit für den Shogun in Auftrag gegeben hatte, ihrer Position als Geheimberaterin. Die neue Herrscherin ignoriert ihre Pflichten, um den Harem in Ooku zu besuchen, und vertieft sich eifrig in die Arbeit, um die Stadt und das Leben ihrer BewohnerInnen auf eigene Faust zu studieren. Yoshimune findet die Situation äußerst bedrückend, als sie beobachtet, wie junge Männer, die von Krankheiten geplagt sind, in den Armen ihrer Mütter sterben. Außerdem werden viele Männer in ihrem schrecklichen Zustand gezwungen, ihren Körper an Frauen zu verkaufen, die versuchen, schwanger zu werden. Bei ihrer Rückkehr in den Palast wird Yoshimune von Ookas Manager Tasaduke konfrontiert, der darauf besteht, dass der Shogun seine Pflichten erfüllt und den Harem besucht. Zur gleichen Zeit wird Mizuno plötzlich von Fujinama-sama selbst in den Rang eines Schlafzimmerdieners befördert, was bedeutet, dass er nun des Blickes der Herrin würdig ist. Die anderen Diener verbeugen sich fortan respektvoll vor ihm und der liebenswürdige Sugishita wird zu seinem persönlichen Diener ernannt. Um seine neuen Aufgaben im Palast zu erfüllen, bestellt Mizuno zunächst einen schwarzen Zeremonieanzug bei einem Schneider und lernt die anderen Schlafzimmerdiener kennen, die ihn in ihrer Gesellschaft willkommen heißen. Der lang erwartete Tag der morgendlichen Audienz des Shoguns kommt im Palast an. Die Diener des Schlafzimmers der Herrin versammeln sich aufgeregt in der Halle und tragen ihre besten Kostüme, die riesigen Flügeln mit buntem Gefieder ähneln. Jeder will auffallen und die Aufmerksamkeit der Herrin auf sich ziehen, und nur Mizuno erscheint in Schwarz. Fujinami-sama erklärt ihm die Regeln. Wenn die Herrin nach dem Namen eines Mannes fragt, bedeutet das, dass sie einen Mann für seine Aufgaben im Schlafzimmer auswählt. Das Läuten der Glocken kündigt die Ankunft der Shogunin für ihre morgendliche Audienz an. Die Bediensteten des Schlafzimmers nehmen eilig ihre Plätze ein und Yoshimune erscheint in der Schwingtür, ganz und gar nicht begeistert von dem, was sie sieht. Während der Prozession durch die Halle geschieht das Unvorhergesehene. Der große Fujinami-sama selbst tritt versehentlich auf den Saum ihres Kleides. Sie stolpert und erholt sich schnell, um weiterzugehen, aber sie hört jemanden lachen. Yoshimune schaut fragend zu den Anwesenden, um herauszufinden, wer von ihnen sich nicht zurückgehalten hat. Aber der schuldige Feigling gesteht nicht und Mizuno, der seinen Nachbarn deckt, nimmt die Schuld auf sich. Die Herrin fordert Mizuno auf, sich für seine Taten zu verantworten und bittet ihn, den Kopf zu heben, und erstarrt, fasziniert von seinem schönen Gesicht. Anstatt den unverschämten Diener zu bestrafen, fragt die Shogunin nach seinem Namen. Während der Teezeremonie nach der Audienz erzählt Yoshimune verträumt und leidenschaftlich ihrem neuen Berater, dass sie in einen der Männer verknallt ist. Und es stellt sich heraus, dass Mizuno dafür mit seinem Leben bezahlen muss. Nach dem Ooku-Kodex wird der erste Mann, der der Herrin gefällt, zu ihrem heimlichen Verehrer ernannt und verbringt die erste Nacht mit ihr, woraufhin er durch Enthauptung hingerichtet wird. Fujinami-sama verspricht dem jungen Mann, dass er seiner Familie die wahre Ursache für den Tod des Jungen nicht verraten wird und dass er sich persönlich um die finanzielle Entschädigung kümmern wird, die seine Familie aus der Armut befreien wird. Nachdem er das gehört hat, verbeugt sich Mizuno und nimmt sein Schicksal demütig an. Später bespricht er die Geschehnisse mit Sugishita, der glaubt, dass dieses unmenschliche Opfer im Voraus geplant war. Fujinami-sama hat Mizuno absichtlich zum Schlafzimmerdiener befördert, um ihn zum heimlichen Verehrer zu machen. Andernfalls wäre stattdessen einer der derzeitigen Diener hingerichtet worden. Und das sind alles Söhne aus reichen Adelsfamilien, von denen Fujinami-sama Geld erhält.
Zur gleichen Zeit diskutieren der selbstzufriedene Matsushima und Fujinami-sama, die tatsächlich einen skrupellosen Plan durchgezogen haben, über die glänzende Aussicht, dass Matsushima der Vater des Erben des Shoguns wird. Allein in der Nacht vor seiner Hinrichtung erinnert sich Mitsuno an seine geliebte Onobu und bedauert, dass er ihr nie aufrichtig seine Gefühle gestanden hat. Nachdem er sich in Gedanken von ihr verabschiedet hat, macht sich der junge Mann ohne zu zögern auf den Weg, um seine Pflichten zu erfüllen. Sugishita hilft seinem Herrn, sich vorzubereiten, indem er ihm den Rücken wäscht, die Haare kämmt und Make-up aufträgt. Danach begleitet der Eunuch Mitsuno zu den Gemächern seiner Herrin, wo Yoshimune erscheint und sich offen bei Mitsuno dafür entschuldigt, dass sie ihn zu einem so bitteren Schicksal verdammt hat, da sie nichts von der Ooku-Opfertradition wusste. Und um seine Verzweiflung zu lindern, stimmt die Herrin der Bitte des Dieners zu und erlaubt ihm, sie in dieser Nacht mit dem Namen Onobu anzusprechen. Am nächsten Morgen wird Mitsuno zur unvermeidlichen Hinrichtung geführt und ein Samurai zieht sein Schwert über dem Kopf des furchtlosen jungen Mannes, der gehorsam niederkniet. Die Familie von Yunoshin wird über den frühen Tod ihres Sohnes und seinen würdevollen Dienst zu Lebzeiten informiert. Auch Onobu erfährt, was passiert ist. Sie kommt mit Blumen und Reiskugeln zum Grab ihres Geliebten, genau wie sie es zuvor getan hat. Kaum in der Lage, ihre Tränen am Grabstein zurückzuhalten, schwört Onobu weiterzuleben. Doch sie rechnet nicht damit, dass Yunoshin selbst unversehrt zum Essen auftauchen wird. Nur ist er jetzt ein Händler namens Shinkichi und er bietet Onobu schließlich an, ein guter Begleiter für sie zu werden. Shogun Yoshimune verschonte das Leben des jungen Mannes. Im Palast starb lediglich sein Name. Und bei der nächsten Audienz, bei der alle Männer wie Geister von Mitsuno in identischen schwarzen Roben aussehen, verkündet Lady Yoshimuno ihre Entscheidung, die Männer aus dem Dienst zu entlassen und befiehlt ihnen, Ooku tagsüber zu verlassen, damit ihre Plätze von Männern eingenommen werden können, die weit weniger Aussichten auf eine erfolgreiche Ehe haben als die Kinder reicher Samurai-Familien. Wie immer kannst du den Namen des Films in der Beschreibung finden. Und lass uns in den Kommentaren wissen, ob du die Hoffnung nicht aufgegeben hast, dass unser Held bis zum Schluss am Leben bleibt. Oder war sein Überleben eine Überraschung für dich? Und vergiss nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du die nächste fantastische Nacherzählung nicht verpasst.